Michael, Frage. Mit deiner langjährigen Erfahrung, hast du da auch Tipps, wo Selbstständige oft Geld verlieren? Ja, es sind natürlich immer, ist ja immer eine Summe, ne? Aber ich finde, der wesentlichste Punkt ist, weil eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben, die Kosten und so weiter, also über den Status quo fehlt, eine genaue Übersicht. Also die Klarheit fehlt, ja? Weil vielen das irgendwie zu kompliziert beigebracht wird, habe ich den Eindruck. Also ich weiß es nicht, weil viele kommen ja zu mir und denken, das ist immer so ultra schwer, eine Übersicht zu bekommen und dann sind sie verwundert, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Also das heißt, im Prinzip verlieren sie erstmal kein Geld, sondern ihnen fehlt die Übersicht und geben zu viel Geld aus. Ja klar, weil schau mal, wenn dir die Übersicht fehlt, dann kannst du ja nicht die richtigen Entscheidungen fällen. Ja? Und Beispiel kann sein, dass Leute sagen, sie geben Geld aus, was sie hätten gar nicht ausgeben dürfen, was sie aber nicht gesehen haben. Ne? Verständlicherweise. Schau, die sind in dem Workflow drin, arbeiten, nehmen wir mal den Handwerker jetzt oder wen auch immer, das auf der Baustelle, macht so, jetzt brauche ich meine neue Hildi, brauche das, kauft das mal. Und dann hat er aber vergessen, dass ich eine Nachzahlung einholen kann. Oder eben so ein Budget, über das wir mal sprechen. Und jetzt kommt irgendwas, wo er sagt, ups, hätte ich eigentlich dran denken müssen, ja, hauen sich dann selber in die Pfanne, können sie aber nicht wissen. Sie sind ja nicht als Buchhalter angetreten oder als Finanzexperte oder als Kaufmann, sondern eben ja als Handwerker oder als Fachmann. Ja. Aber du musst eben leider auch Kauffrau oder Kaufmann sein. Und dazu gehört eben, dass ich eine Übersicht habe, um die richtige Entscheidung fällen zu können. Ja. Und das ist der eine Punkt eben, dass ich Geld ausgebe, was ich hätte nicht ausgeben dürfen. Oder denke, ich habe Geld und kann sagen, ach, kann ich mir die tolle, schicke Uhr leisten? Das ist ja auch so ein Punkt, weißt du? Also das sind eigentlich so, dass du, weil du die Klarheit nicht hast, daraus die falschen Rückschlüsse ziehst oder keine Rückschlüsse ziehen kannst. Oder dass Leute auch sagen, sie könnten investieren. Mein System würde ihnen also sagen, ja klar, du kannst jetzt bedenkenlos investieren, kannst also eine Werbekampagne oder kannst dir das Werkzeug kaufen. Sie machen es aber nicht, weil sie eben Angst haben, aufgrund dessen, dass sie die Übersicht nicht genau haben und investieren nicht und verlieren dadurch Geld und Zeit und Vorsprung. Ja? Also das ist so der wesentlichste Punkt. Es gibt natürlich ein paar andere Sachen auch noch, psychologische Fallen und so weiter, aber im unternehmerischen Bereich habe ich gemerkt, die Leute, die sind da nicht, im privaten Bereich ist man vielleicht manchmal ein bisschen mehr verschwenderisch, aber sie machen Dinge falsch, kaufen was überstürzt, ja, oder ja, fällen eben einfach falsche Entscheidungen, weil alleine die Klarheit fehlt. Das ist ja logisch, oder? Ja, und wie kannst du da weiterhelfen, um die Klarheit zu erlangen? An denen wir exakt für diese Übersicht sorgen. Also das heißt, wir schauen uns an, wo stehst du wirklich? Wir gucken uns das exakt genau an. Ja? Wo stehst du? Und zwar eben inklusive allem das, also nicht nur deiner fixen Kosten, sondern eben auch dem, was kommt, weil du eben sagst, ich habe ein Auto, also weiß ich, dass Wartungskosten auf mich zukommen. Also muss ich die Wartungskosten, auch wenn sie jetzt noch nicht da sind, aber und erst in 3 Jahren kommen, jetzt schon mit einpreisen. Wenn ich ein Kind habe, weiß ich, oh, da kommen Folgekosten auf mich zu. Die muss ich mit einpreisen. Wenn ich eine EDV habe, kommen Folgekosten auf mich zu, weil die halt alle paar Jahre kaputt geht oder laufende Wartung benötigt oder Backups und so weiter. Das muss ich mit einpreisen. Das gibt es in so vielen Bereichen. Und dann habe ich eben einmal genaue Übersicht, wie viel ich verdienen muss. Und dann sehe ich eben, wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge das mit dem Kontensystem erklärt, sehe ich oder kann ich an dem Kontensystem ablesen, wie viel darf ich jetzt exakt ausgeben. Ja? Und dann kann ich das mit gutem Gewissen machen, weil an alles gedacht ist. Ja? Und das geht so einfach, dass man eben nur 10 Minuten im Monat braucht, wenn man mein System nutzt. Also, das heißt, wenn jemand eine Klarheit über seine Finanzen haben möchte, dann kann er sich, darf er sich, soll er sich bei dir melden. Das ist unsere Spezialität, genau. Also einmal eben für die Klarheit zu sorgen und dann logischerweise auch dafür zu sorgen, dass man dann ein Ziel erreicht. Ne? Also, dass ich, wenn es jetzt nicht reicht, dann habe ich ein neues Ziel, ein neues Gewinnziel, einen neuen Betriebsgewinn und dass wir dann helfen. Hey, wie kommst du denn dahin aufgrund unserer Erfahrung? Hört sich sehr interessant an. Vielen Dank für die Info. Dankeschön.